Herzlich willkommen zum Let's Play Pinwurst. Das ist so ein kostenloses Open Source, wie ich es gerade gefunden habe. Und sagt mir, ich kann mir eins playen. Als ich mal Qualität vor, ist bin noch nur als Let's Player. Haben wir mal an, ich habe den Kurs angesagt. Die Reise beginnt. Die Pinwurst lebten schon lange glücklich und in Frieden am Südpol. Zusammen mit allen anderen Tieren. Alpha im Gleichgewicht. Und es hielt, als konnten nichts ihren Frieden stören. Die Pinwurst waren glücklich und es hielt, als würde dies niemals enden. Aber dann, eines Tages, veränderten sich die Dinge langsam. Immer wurde dunkler, die Erde wärmer. Zuerst dachten sie, es sei nur ein normales Vakuum, aber vor der Jahr fuhr ja immer schlimmer. Das Schnee begann einzeln im Reis zu schmelzen. Und Nahrung wurde ein Problem. Andere Tiere begannen bereits, die Grund zu verlassen und kälte Gebiete zu suchen. Aber die Pinguins wussten, dass das nicht helfen würde. Sie wussten, es muss etwas gegen dieses Problem getan werden. Darum traf sich der Rat der Ältesten, um zu entscheiden, was hier getan werden sollte. Sie entschieden eine Expedition, um die Welt zu senden und einen Grund für die Erwärmung zu finden. Die Expedition bestand aus Hunderten der mutigsten Pinguins des ganzen Südpols. Und sie wählten dies, um sie auf der Reise um die Welt zu führen. Denn es halt, die Reise wird gefährlich und fähig werden. Sein erstes Ziel ist die Insel Mogorok, auch bekannt als Tutorialinsel, Übungsinsel im Deutschen. Die Weise zufolge war diese Insel immer die erste Anlaufpunkt für Pinguins, die in die Welt gesandt wurden. Wie viel wurden schon rausgesandt und immer zurückgekehrt? Na gut. Ich bin auf verschiedenen Regionen, die in der Lage sind, um Fähigkeiten der Pinguine zu trainieren. Sie können dort ihre Fähigkeiten im Brückenbau, den Graben oder die anderen Talente trainieren, die diese auf die langen und gefährlichen Reisen benötigen werden. Währenddessen kannst du dann selbst deine Fähigkeiten trainieren, die Pinguine zu leiten und zu führen. Du kannst dich dort auch mit allen Fähigkeiten vertraut machen, die die Pinguine besitzen oder lernen, sie zu meistern. Denn du wirst dies auf all der auf der Reise um die Welt benötigen. Jetzt, da du und die Pinguins auf dem Tutorial angekommen sind, ist an der Zeit, das Heft in Hand zu nehmen und deine Mission zu beginnen. Viel Erfolg! Dann nehmen wir mal los. Ich hatte, wie gesagt, angeschaut, um zu der Mission hinzukommen. Dann fangen wir die erste Mission mal an, lernen zu graben. Dies ist eine erste Mission. Geben ist die Sims einfach. Einfach als Jugend ist ein Pinguin, die mir für zum Graben ein Loch in den Boden zu erteilen, damit alle den Ausgang reißen können. Dies kann einfach dadurch erreicht werden, dass du auf einen Pinguin klickst. Als ein Pinguin 10, so wird der Pinguin 5, Zeit unbegrenzt. Autor Ingo Krunke, crumble@gmx.de. Das stand ihm in Hoffnung nur noch für das andere E-Mail-Adresse an der Gut. Der Autor ist offenbar auch Deutscher, so wie die E-Mail-Adresse aussieht. Gmx.de. An. Wir können die laufen hier rum und wir können die verschiedenen Fähigkeiten gehen. Ich gebe dem Einzelbeispiel mir die Fähigkeit Lochgräber. Es fällt da ein Loch runter und alle können zum Exit kommen. Der Exit ist hier unten. Ja, zu Kram, Erfolg, perfekt, du hast alle gerettet. Das war aber auch nicht fair. Fee oder Sturm. Erst müssen wir Erfolg abgeschlossen. Du lässt mit der nächsten beginnen. Diesmal musst du einen Pinguin mit einem kleinen Propeller versehen, was sie langsam zu Boden fliegen können. Wer Pinguin zu tief fällt, wird er diesen überleben. Darum halt die Augen offen. Ich bin an hier so eine Fee-Ding geben. Ich sag jetzt mal die Map. Die müssen gut exit und müssen runterfeben. Ich sag mal gerade, was passiert, wenn wir keinen so einen Propeller-Ding haben. Dann sterben die. Ich sag dir die Map, aber ich soll nur machen, dass alle retten. Ich muss mal gerade gesagt haben. Das geht übrigens über nicht noch fair. Dann retten wir jetzt mal alle. Einfach alle, denen
am Alvorker zum Schwerer machen. Wie immer in so ein Ding geht. Mal draufklicken. Die fallen ins Rund und laufen nach unten zum Exit. Und du lässt uns sterben. Tag. Hier auch noch. Der letzte. Dann hätte ich es nicht geschafft. Dann sind wir drin. Und wir haben alle. Grab und Feen, Pusten, Fallen und Zerfetzen. Im Gas und Beinen hast du eine freie Fähigkeit zur Verfügung. Eine Aufgabe viel einfach. Die Fähigkeit ähnlich sie links und wenn sie auf die Pumps an, damit sie den Ausgang reißen können. Sei sicher, dass sie nicht so viel von uns sterben. Wir haben 20 Pingus und müssen sie retten und haben kein Zeitlimit. Das ist so einfach. Die Mission ist auch relativ einfach. Ich frage mich, ob ich uns beide jetzt erwischt habe. Oh nein. Okay, ist nicht. Das ist nicht. Ich lasse ihn einfach schon alle retten. Sehe ich Lochgräber. Gräber. Das Lärm ist schon beim Rausfallen. So, das soll auch funktionieren. Das ist das Lärm beim nächsten Mal. Falls mal draufklicken. Ich muss wohl damit zum Wander. Einfach mal verpasst, das können wir vorspulen. Also im Epic. Und vielleicht du hast alle gerettet. Der Weg blockierte gerade frei. Falls der einfach zum Lochgräber, der bereits auf dem vorherigen Level bekannt ist, gibt es auch eine Fähigkeit, mit der Pin horizontal graben können. Nimm dir so Fähigkeit zum vertikalen Graben als Lochgräber. Die Fähigkeit heißt Tunnelbohrer. Wenn wir auf 20 müssen es von retten. Üblich. Nehmen wir die mal Fähigkeit am besten bevor der davor ist. Aber er muss es wieder graben. Und einer von denen muss es wieder graben. Und damit hätten wir jetzt einen schon. Dann von der Vorsprung mit alle drin sind. Und das war's dann. Kram und andere Probleme. Je weit du kommst, ist viel besser, aber keine Panik. Dieser ist im Loch ist einfach. Du musst auf das Wissen auf dem vorherigen Level und sollte kaum Probleme geben. Und glaubst du, mit diesem lösen könnt ihr gedoppelt auf den Armageddon vom unteren rechten Rand. Toll, aber. Wir haben 15 müssen sie ihn retten. Also als erstes müssen wir erstmal hier den machen.
und dann hier einen Tunnelbau durchschicken. Ich sag's mir nicht ohne Hintergrund, weil. Auch los. Und damit hätten wir es schon wieder. Wir haben noch Waffen, die los sind. Und wir haben die alle gerettet. Dieser Panikgrabe. Während die vorgegangenen Level nicht viel Selektion von ihnen vorhaben, wird die etwas schwierig. Die Bienen kommen auf eigenen Gleichzeitig und ist dann Aufgabe bei Gruppen. Um sie zu koordinieren. Alle Fäden. Moment. Erstmal Silber gutachten. Hier ist Exit. Hier werden wir runterfahren und die ist das Exit. Wir haben 20 Fäber. Müssen wir mal 25 Fäber. Dann können wir uns all hier mit dem Propeller runterfäben lassen. Aber ich weiß nicht, was zu tun ist. Für mich nicht. Eben hier drauf. Moment. Den Kollegen geben wir ins Fieber. Hier kann ich den Problem nicht runterlaufen, weil da so wissen das noch nicht. Ach, erstmal runter. Dreck. Ich hab leider noch den Fieber gegeben. Ich sehe auch die Kinder ist, aber ich sage einfach mal runterschweben. Das brauchen. Aber auf jeden Fall werden wir jetzt alles hier bekommen, wie man einen Fehler gerade eben. Und die wird wohl leider sterben müssen. Entschuldigung. Und hier liegt auch mal Graben. Damit hätten wir es. Dann reinlaufen lassen. Was soll ich sagen, was geschafft? Gratuliere. Eins gestorben. Aber gut. Bin auf Freude. Manchmal muss ein Pingu seine Plattform erreichen, die weit weg ist und nicht auslaufen, erreicht man kann. Ist das Pingu etwas? Erlaubt es ein Pingu als Sprung zu machen oder muss es die Plattform zu erreichen? Du musst nur 5 retten. Ja, hier kann man es alle retten, weil ich für euch. Tue ich sehr fair. In Portugiesisch, aber sonst. Einfach nur noch Pingu ausbringen lassen. Aber ich habe jetzt vom Bock Pause machen, weil ich werde nicht mehr da sein. Dann habe ich hier rüber. Wir haben schon unsere Lötung gerettet, von daher haben wir schon gewonnen. Ich wollte auch trotzdem viel nicht tun, wie es geht. Die Pause gemacht, ob ich sogar alle rüberkomme, aber darauf hat es jetzt keinen Bock. Ja, alle 5 Sekunden Pause zu machen. Ich habe 12 Blumen bekommen. 25. Wenn ich die 25 krieg und gestorben 13. Nicht alle wurden gerettet, aber trotzdem noch gute Arbeit. Bergmanns Himmel. Und ein weiterer Fähigkeit darauf. Ich will eine Fähigkeit zu graben. Nicht mal diagonal. Glaubst am Pudigan, diagonal aus dem Boden zu graben und damit einen Weg für den vollen Pingu zu bahnen. Die Fähigkeit. Halt heißt Bergmann. Und Kies Exit. Hier ist wieder so ein kurzes Ding. Immer gehen wir aber beim Bergmann. Da kann der schon runtergraben. Aber das war's. Ja.
Armageddon umbringen. Hier sieht es gut aus. Sogar sehr gut. Dann tippen wir es nun wieder. Habt euch das eingerettet? Und sehe gerade die Folge zu Ende. So, am nächsten Mal machen wir auf einen und dritten Rest. Dann ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal.